Hallo und herzlich willkommen, genau, herzlich willkommen zurück im Kolosseum der Narren zu Hollow Knight, meinem Let's Play, und ich versuche mich natürlich nach wie vor an der Prüfung der Narren und ich will nicht aufgeben. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt einfach gehen, mich aufbessern und später wiederkommen. Aber ich will das schaffen. Wir tragen uns ein. Unser Name dürfte schon bekannt sein. Von den letzten 6, 7, ich weiß es nicht, wie vielen Versuchen. Ich glaube, so viel waren es gar nicht. So, ein weiterer Anlauf. Ach. Ach, dass ich immer versuche, mich hier zu heilen. Wo die Tore sind, wo sie auch rauskommen, ist natürlich unpraktisch. Ja, ich glaube, das war kein guter Start. Ein ungünstig gewählter Start. Ah, hier darf uns kein Fehler passieren. Ah, da ist uns aber schon passiert. Okay, schlechter Start. So macht man die Prüfung des Narren schon mal nicht. Also nicht nachmachen. Danach dürfte ja auch keine weitere Prüfung kommen. Sind ja nur die drei. Ah! Schmeiß doch nicht in die Richtung, wo wir hin müssen. Ah, den da oben müssen wir zuerst wegkriegen. Der ist aber auch schon weg. Sehr gut. Dann können wir die Zeit nutzen, um uns komplett zu heilen. Schade. Ah.
Mann. Ah, Mann. Naja, wir haben noch etwas Seelenenergie über. Ei, wir müssen aufpassen, jetzt kommen die Explosiven. Die hauen uns immer ordentlich Lebensenergie weg. Die haben uns das umgebracht. Zum Glück kommen hier die kleinen Hüpfer. Ja, die kleinen Hüpfer ist gut. Die sind ja auch nicht ohne, je nachdem wie sie hüpfen. Aber so können wir zumindest noch ein bisschen heilen. Jetzt wird's kritisch. Ei. Ein Hickhack hier. Ich blick gerade nicht durch, wo ihr überall hin wollt. Ah, der habe ich nicht kommen sehen. So, einer schon mal weg. Du dürftest auch jetzt weg sein, genau. Geheilt. Sehr schön. So. Die Stelle, die ich nicht mag. Wupp. Schade. Ei. Mist. Solange du da oben rumtrottelst, kann ich mich wenigstens heilen. Sehr schön. Schaffen wir nicht. Nicht, wenn sie hier ist. Das heißt, diese Passage, die müssen wir so gut es geht schadfrei überstehen, damit wir... damit wir da eine Chance haben. So, ein weiterer Versuch. Ah.
Heilen, heilen, heilen. Sehr gut. Das war eher optimal. Dass der immer da hinten so rumlappt, ne? Statt sich mal in den Kampf zu trauen. So. Ha. Der kostet immer noch die meiste Lebensenergie. Wir müssen gucken, dass wir nach oben kommen. Hier unten haben wir keine Schnitte gegen die. Autsch. Ja, diese Passage, die ist echt. Die kostet uns echt immer ordentlich Lebensenergie. Kleiner, du musst weg. Könnten es
schaffen. Durch, dass wir jetzt wieder ganz geheilt sind. Ach ja, die kommen ja auch noch. Die habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich übel. Unser alter Freund. Wow, was war denn da über uns, dass wir uns gerade nicht heilen konnten? Nur noch ein Lebenspunkt. Schaffen wir nicht. Ah, nee, jetzt kommt er. Okay, es kommen einfach zu viele Kämpfe noch. Ich muss mich tatsächlich wieder auf was anderes konzentrieren. So, dann muss ich mal schauen. Wir hatten den Geoschwarm drin. Wir hatten den Lebensgutherz-Talisman drin. Den Seelenfresser. Wappen des Verteidigers und Wegeskompass. Dann holen wir unsere Seele zurück. Ich glaube... Nein. Setze hier mal ein neues Portal hin. Können wir das hier nicht? Das nur hier? Ja. So dass wir hier wieder hinkommen können, um den Kampf erneut zu versuchen. Ha, wo gehen wir lang? Unten rechts? Wir müssen ja hier eigentlich noch in der Grenze des Königreichs ein wenig herumforschen. Ich glaube, nach rechts ging es noch weiter. Ja, wir hatten ja den einen, der sich so freut, dass man ihn gegen Poppes haut. Da wollen wir natürlich wissen, was das für einer ist. Haben wir wieder die depressive Musik.
rechts kommen wir nur etwas. Was ist das denn hier? Ich war ein Champion, ich werde hier nicht sterben. Anscheinend bist du das aber, mein Freund. Rechts. Wir kommen nur unten weiter rechts. Autsch. Ah, hier war doch auch der. Wir müssen nachher auch mal die ganzen Eintragungen lesen, die wir jetzt haben vom Journal des Jägers. Aua! So. Ist er an unserem heldenhaften Duft verschieden? Eine Larve festgehalten. Habt ihr es auch gehört? Wenn es keine gefakte ist. Da muss man ja tierisch drauf aufpassen. Ich glaube, da kommen wir nur von hier innen hoch, oder? Ist auf jeden Fall ein geheimer Durchgang. Ja, es war ein echter. Zum Glück war es ein echter. Also noch eine Larve befreit. Wump. Wump. Ah! Ganz vergessen, dass da ja Stacheln sind. Wir haben keine Seelenenergie. Müssen wir mal kurz aufladen. Damit wir hier durch den Boden brechen können. Ja. Aha, hier haben wir noch etwas versteckt. Wahrscheinlich ein Journal oder sowas wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. Journal eines Wanderers.
Und da hinten hätten wir eine Bank. Ja, da dürfen wir jetzt hinkommen, wenn wir hier lang gehen. Ah, hier gibt es auch noch mal Geo. Schön. Schneit das hier oder sind das Federn oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Dich kennen wir aus der Arena. Der macht uns gerade fertig. Ja, zumindest die Bank wollen wir erreichen. Man kann die beiden ja zum Glück abkürzen. Hier geht's noch weiter. Haben wir hier eine Station? Ich gehe erstmal auf die Bank und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht der letzte Schwertmeister ist oder Nagelmeister ja eher. Gucken wir mal. Sieht ganz danach aus. Was lernen wir denn bei ihm? Oro, genau. Das ist der Bruder, von dem wir gehört haben, in den Gedanken des letzten Nagelmeisters. Wie hast du mich hier unten gefunden? Am Ende der Welt. Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du bist gekommen, um vom legendären Nagelmeister Oro eine Nagelkunst zu erlernen. Es ist das Gesetz des Großmeisters, dass ich meine Lehren an diejenigen weitergeben muss, die würdig sind. Aber kein Gesetz verbietet es mir, eine Bezahlung für meine Zeit zu verlangen. Wenn du wirklich von mir lernen willst, beweise es mit Geo. Hallo, deine Kollegen haben kein Geo verlangt, oder doch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Gasol! Den Sprint-Hieb haben wir jetzt gemeistert. Halte X, um Energie in den Nagel zu konzentrieren. Lasse los, während du sprintest, um den Sprint-Hieb auszuführen. Ein Sprint-Hieb? Das könnte uns behilflich sein. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wie der funktioniert gleich. Ich muss sagen, du bist ein ausgezeichneter Schüler. Dein Geschick mit dem Nagel und deine Begierde, stärker zu werden. Du erinnerst mich an meine Brüder. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Gehe zurück in die Welt, Reisender, und belasse mich meiner Einsamkeit. Bam. Finnen. Bam. Finnen. Bam. Finnen. Dann lassen wir ihn wieder alleine, wenn er das wünscht. Das heißt, wir beherrschen jetzt... Moment, das muss ich nur mal kurz ausprobieren. Während du sprintest... Ja, das ist ja das. Stärker, Brüder. Oh, Moment. Hier können wir unsere Seele aufladen. Und wir haben hier schon wieder brüchigen Boden, Leute.
Waffe. Da unten haben wir sie. Nee, du junger Hüpfer. So. Muss gerade mal aufpassen, ob hier irgendwo der Boden brüchig ist. Anscheinend nicht. Wie helfen wir ihr denn? Geht's ja hoch anstatt runter. Hier haben wir nochmal brüchigen Boden. Hier gibt's auch ranzige Eier. Ich kann das hören. Wow. Was haben wir denn hier für ein Gebiet erreicht? Das ist ja fies mit dem Hüpfer hier. So. Oh Mann. Da müssen wir ja auf den Millimeter genau den Sprint vollführen. Der Affe von der Seite kam ja aber auch eben. Wie können wir... Oh, das ist so fies, die Stelle hier. Also erstmal höre ich, wie gesagt, dass hier noch irgendwo ein ranziges Ei pulsiert. Da ist sie doch, die Larve. Sofern es eine echte ist, weil irgendwie traue ich dem Braten nicht mehr mit Larven. Da wurden wir zu oft verarscht. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht ist es ja doch eine. Ja. So, wieder zwei Larven befreit. Ja, Essenzen müssen wir ja eigentlich auch noch sammeln. Eigentlich muss das ja da oben irgendwie sein. Aufgepasst. Ja, irgendwas klingt hier ganz komisch. Wir nähern uns auf jeden Fall irgendetwas. Ja, die sind echt nicht ohne hier, die Kleinen, ne? Die nerven. Die hätten uns auch gerade wieder das Leben gekostet.
So, jetzt wollen wir mal die ganzen Einträge lesen. Wir haben einmal einen abtrünnigen Krieger. Ein ehemaliges Mitglied des Mantis-Stamms, das verbannt und von der Krankheit in den Wahnsinn getrieben wurde. Der abtrünnige Jäger lauert im Laub und greift an, indem er Windsensen aus der Ferne schleudert. Der Schwärmer, den hatten wir schon, der Larvennachahmer auch, aber Moment, ganz schön schlau, Feinde anzulocken, indem man sich als schwache Larve tarnt. Nur schade für sie, dass ich solche Larven esse, sobald ich eine sehe. Der große Hopser springt am Rand der Welt herum und versucht, seine Beute zu zerquetschen. Dann haben wir schon die Info über den normalen Hopser. Der Bauch dieses hopsenden Diebs ist voller Blut, das er von anderen Kreaturen gestohlen hat. Wenn man es über Feuer hält, wird der Bauch immer runder, bis er aufplatzt und überall dampfende Flüssigkeit verspritzt. Dornbaldur, hartgesottener Baldur im Kolosseum der Narren zum Kampf gezüchtet. Zäher und aggressiver als sein wilder Verwandter. Diese Geschöpfe, ich habe noch nie ein ausgewachsenes Exemplar gesehen. Vermutlich lässt man sie nicht lang genug leben, als dass sie ihre volle Größe erreichen könnten. Gepanzerter Piekser, hartgesottener Piekser im Kolosseum der Narren zum Kampf gezüchtet. Zäher und aggressiver als sein wilder Verwandter, stark und schnell. Wenn sie sich auf einen Angriff vorbereiten, weiche aus oder bereite einen Gegenangriff vor. Kampfobbel, im Kolosseum aufgezogen. Obwohl es für den Kampf ausgebildet ist, sind seine Bewegungen und Angriffe unkoordiniert. Sie haben ihm sogar eine kleine Maske gemacht. Ich frage mich, ob so ein Luxus praktisch ist. Obobbel. Größter Verwandter der Obbel sucht sich einen Partner fürs Leben und weicht nie von seiner Seite. Der Schildnarr, Krieger, der im Kolosseum der Narren um Ehre kämpft, hebt sein Schild und rückt seinen Gegner vorsichtig zu Leibe. Dieses Kolosseum ist ein sonderbarer Ort. Einige Kämpfer bekämpfen einander bis zum Tod und andere schauen ihnen dabei zu. Ich verstehe solche verworrenen Riten nicht. Wenn du dorthin gehst, bleibe immer auf der Hut. Der robuste Narr, Krieger, der im Kolosseum der Narren um Ehre kämpft, bewaffnet mit sichelförmigen Klingen. Du kannst die wirbelnden Waffen dieser Krieger mit einem gezielten Treffer direkt zu ihrem Besitzer zurückschicken. Natürlich, wenn sie dich in die Enge treiben. Nützlich, wenn sie dich in die Enge treiben, so. Geflügelter Narr, Krieger, der im Kolosseum der Narren um Ehre kämpft. Fliegt gerade außerhalb der Reichweite seines Gegners und schießt dann für einen Todesstoß auf ihn zu. Was erhoffen sie sich, diese Krieger, die im Kolosseum kämpfen? Sind sie Sklaven oder Gefangene oder haben sie den Kampf selbst gewählt? Schwerer Narr, Krieger, der im Kolosseum der Narren um Ehre kämpft, stürmt aggressiv auf Gegner zu. Groß, wuchtig, kämpft um sein Leben. Diesen Kämpfer solltest du nicht unterschätzen. Trotz seiner Masse ist er ausgesprochen flink. Außerdem verbirgt sich eine überraschende Schönheit unter seiner Maske. Todesludel, Ludel mit Helm ausgerüstet und zum Töten ausgebildet. Sie wirken kämpferisch, haben aber große Schwierigkeiten, ihr Ziel zu treffen. Beobachte ihre Bewegungen und schlage zu, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Nimm ihren Helm als Trophäe mit. Und der Wolzbändiger, gelehrter Käfer, der die Lehren des Seelenheiligtums zu einer tödlichen Kampfkunst umgeformt hat, greift mit Stromstößen an. Das haben wir jetzt alles im Journal des Jägers freigeschaltet. Oh Gott, wenn ihr das seht, wie viele unterschiedliche Gegner es in diesem Spiel auch gibt. Und ich glaube, wir haben bei weitem noch nicht alle gesehen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Doch, da. Ganz oben haben wir den Krabber. Das klingt wie so ein Bienennest, oder? Ich glaube, es ist ein Bienennest. Was haben wir denn hier? Schneller Hieb, ein Talisman. Da muss ich gleich mal gucken, was das ist. Könnte natürlich praktisch fürs Kolosseum sein. Schneller Hieb. Erschaffe
erschaffen aus zusammengeschmolzenen, unvollkommenen und abgelegten Nägeln. Die Nägel sehnen sich noch immer danach, geschwungen zu werden. Ermöglicht es dem Träger, seinen Nagel viel schneller zu schwingen. Moment, das will ich mal kurz ausprobieren. Ach, dafür müssen wir ja auf einer Bank sein. Oder raus. Oder unsauber. Welches rein ist gemeint? Soll das hier Honig überall sein? Oben geht's noch rechts weiter, über uns und nochmal ganz oben. Das... Oh Mann. Ihr seid auch nervige kleine Biester. Nein, wir haben... Und du bist auch ein nerviger alter Popser. Geld, das er bringt, lohnt sich das Bekämpfen ja noch nicht mal richtig. Noch einer. So, davon haben wir jetzt auch genügend für das Journal des Jägers. Ah, da müssen wir jetzt ganz schön weit runter scrollen, bis wir zu ihm kommen. Da war er doch. Oder war das der normale Hopser? Nein, großer Hopser. Ein würdiger Gegner für seine Größe, erstaunlich schnell. Greif ihn entweder aus der Entfernung an oder weiche seinen Sprung aus und schlage nach seinen Beinen. Wir machen Rast auf der Bank, schauen auf unsere aktualisierte Karte. Unten sind wir ja jetzt komplett gewesen. Oben auch. Muss noch mal kurz allgemein auf die Landkarte gucken. Ja, wahrscheinlich werden wir die anderen beiden Träumer bekämpfen müssen. Weil ich glaube, dass wir damit hier den Tempel öffnen, den Tempel des Schwarzen Eis. Und ich kann mir vorstellen, dass dahinter auch schon ja, das Ende, der finale Kampf wartet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sind ja jetzt auch schon sehr, sehr lange an diesem Titel dran. Ich glaube, wir befinden uns gerade beim 39. Video. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Let's Play, das so viele Videos hat. Ich glaube, in meinem Kanal gibt es da eins, das so viele hat. Ich glaube, The Evil Within, aber auch da nur mit den beiden DLCs. Deswegen... ja, meine Überlegung ist, eigentlich bin ich ja jemand, der immer alles sammelt, der immer alles haben möchte, aber davon sind wir weit entfernt. Also ich muss nochmal zum Larvenpapa, um zu gucken, wie viele Larven wir schon befreit haben. Uns fehlen noch 1, 2, 3, 7, 8, 9 Talismane. Was haben wir denn noch zu sammeln? Wir müssen übrigens noch zweimal bleiches Erz sammeln, damit wir unseren Nagel nochmal aufwerten können.
Ich nehme auch an, dass wir noch eine Maskenscherbe mindestens ergattern können, sowie wir noch zwei Gefäßteile brauchen, um noch ein Seelengefäß zu erhalten. Wir brauchen noch die Verbesserung der heulenden Geister. Wir müssen noch Essenz sammeln. Also es gibt doch noch einiges zu tun. Und wir hatten ja noch irgendwo muss noch ein Schlüssel rumliegen zum, ich nenne es mal Bordell. Wo ist es denn eingetragen? War das nicht hier im... Nee, das war das Badehaus. Aber wo haben wir das Bordell gefunden? Ich weiß es schon nicht mehr. Hätten wir uns mal markieren sollen. Das hätten wir uns mal markieren sollen. Jetzt finde ich es nicht mehr. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wir werden eh die ganze Karte nochmal ablaufen müssen. Zumal wir ja auch gesehen haben, dass hier zum Beispiel die vergessene Wegkreuzung jetzt verseucht ist. Da müssen wir übrigens, das ist übrigens auch ein Vorhaben, stimmt, müssen wir nochmal den falschen Ritter in der Traumvariante besiegen. Nachdem wir hier unten die leere Hülle in der Traumvariante besiegt haben, kann ich mir vorstellen, dass es uns nun gelingen könnte. Hier unten war noch eine Tür unter den Palastgründen, die wir auch noch nicht öffnen konnten. Wir hatten hier auch noch irgendwo eine Statue, die wir, ich glaube, das war auch bei den Palastgründen, wo wir unseren Nagel noch nicht dran nutzen konnten. Der wahrscheinlich mehr Essenz braucht. Die Nebelschlucht fehlt uns übrigens noch gänzlich. Und wir müssen immer noch nach einem Weg suchen, dieses Öl da durchqueren zu können. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das mit einer unserer Kampfkünste klappt. Als wir das erste Mal da waren, hatten wir diese nämlich nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich werde natürlich versuchen, hier alles zu sammeln, aber das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also da bitte Geduld. Aber wir wollen halt irgendwie alles erlangen. Es ist vielleicht möglich, dass wir an das ein oder andere nicht mehr kommen, gerade weil sich dieses Gebiet hier geändert hat. Ich weiß die genaue Mechanik nicht. Da lasse ich mich ganz einfach überraschen. So, genug geredet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.